Antonio Sullivan to break. Aber auch hier gilt jetzt wieder, dass Ronnie O'Sullivan von Frame zu Frame denken muss, nicht an den Spielstand insgesamt denken darf, sondern einfach zusehen, den nächsten Frame gewinnen, in einen achten Frame retten und dann fängt es neu an. Dann gucken wir mal weiter. Hat hier auf jeden Fall beim Anstoß sehr gut den Spielball an die Bande gelegt, auch wenn da eine rote mit hochgelaufen ist. Jetzt dabei blau liegt. Judd Trump kann die weiße Kugel jetzt ja nur ganz, ganz weit oben anspielen. Und da ist die Gefahr, dass man nicht ganz präzise spielt, eben besonders groß. Für einen Lochversuch liegt Weiß zu nah an der Bande. Nicht hinter die kleinen Farben gebracht. Das heißt in diesem Fall bei diesen beiden Spielern automatisch Achtung, allerhöchste Gefahr. Die Rote stört ihn. Ansonsten könnte er über Pink fortsetzen. Jetzt muss er Blau spielen, weil er dann gescheit an den Spielball rankommt. Six. Perfekt gemacht. Um Schwarz herum, da muss er ja noch ein bisschen aufräumen. 30. Bei seinem Erstrundematch, da war ja auch sein kleiner Sohn Ronnie Junior mit dabei. Er kommt ja hier aus dem Großraum London, ist deshalb natürlich beim Masters auch zusätzlich noch ein Lokalmatador. Sehr guter Split. 28. Bringt nicht alles auseinander, 29. Aber so wie er das gemacht hat, so wie die Roten dann auch auseinander gelaufen sind, die sich bewegt haben, war das sehr effektiv. Thirty-six.
44. 45. 52. 53. 59. 6. 66. 67. Die nächste Farbe jetzt ist der Frameball. 74. Judge Trump braucht Snooker. 74. 75. 82. 83. 90. 141 Punkte sind möglich. Und damit könnte Ronnie O'Sullivan die 140 von Judd Trump aus Frame 4 noch einmal überbieten, würde ihm also da diesen 15.000 Pfund-Scheck auch noch mal vor der Nase wegschnappen. Und natürlich versucht O'Sullivan das jetzt. Das wäre ja auch noch mal ein psychologischer Nadelstich gegen den Gegner. Ein Century ist es auf jeden Fall schon mal. 106. 107. Sein 51. beim Masters. Er ist ja zum 19. Mal hier dabei. 114. 160. 119, 123, 128. Alles gut gegangen. O'Sullivan verkürzt nicht nur auf 2-5, sondern er knüpft Judge Trump auch das gerade frisch aufgestellte neue höchste Break ab. Mit seiner 141 übertrifft er Trump um einen Punkt und ist auch wieder ein Schritt näher herangekommen. Das spitzt sich hier zu.